So, ich glaube, wir können anfangen. Ich möchte ganz herzlich alle Teilnehmenden begrüßen zu unserem Webinar mit dem Titel Elektroschrott reduzieren, Recht auf Reparatur. Und das ist ein Thema, das uns in der Bundestagsfraktion, aber eben auch im Europaparlament betrifft und umtreibt. Denn es gibt wirklich viel Elektroschrott, der jährlich produziert wird. Vielleicht mal ein paar Zahlen am Anfang. Jedes Jahr produzieren wir in Deutschland 436.548 Tonnen Elektroschrott. Das sind pro Stunde 50 Tonnen Elektroschrott allein in Deutschland. Man könnte auch sagen, täglich schmeißen Deutsche 4.300 Geräte weg, weil sie nicht repariert werden können. Und dieser Berg an Elektroschrott wächst und das meiste oder vieles wird eben nicht recycelt. Dabei sind das ja Ressourcen, die genutzt werden können. Und wir haben heute ein spannendes Panel zusammengestellt. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Anna Cavazzini als Abgeordnete des Europäischen Parlaments gewinnen konnte, die sich mit dem Thema befasst. Und sie ist auch die Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Schön, dass du da bist, Anna. Und wir haben noch zwei weitere Gäste, nämlich einmal die Rebecca Heinz, die sich mit dem Thema sehr intensiv befasst hat. Da sagt aber Anna gleich noch ein bisschen mehr. Und ganz besonders freue ich mich auch, Heinz Jung oder Heinrich Jung zu begrüßen. Er kommt nämlich aus der Nachbarschaft von mir hier in der Nähe. Ich bin ja aus Mainz und Heinz ist aus Ingelheim. Und er hat seit 37 oder fast 38 Jahren die Blitzblume Ingelheim. Und ich habe ihn kennengelernt, noch bevor ich ihn als Grünen kennengelernt habe, als jemanden, der meine Haushaltsgeräte repariert hat. Schön, dass ihr auch dabei seid. Mein Name ist Tabea Rössner, ich bin Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz der Grünen Bundestagsfraktion. Ja, wir wollen heute viele Fragen beantworten. Ich hoffe, es gibt auch viele Fragen. Es gab jedenfalls viele Anmeldungen zu diesem Webinar. Und ich übergebe jetzt erstmal an Anna. Schön, dass du da bist, Anna. Vielen herzlichen Dank, Tabea, und auch herzlich willkommen und liebe Grüße aus Brüssel von meiner Seite. Mich freut es auch total, dass wir das Webinar heute haben, dass sich auch so viele Leute dafür interessieren. Man merkt immer wieder, das Recht auf Reparatur ist einfach ein Thema, was die Leute wirklich hinterm Ofen hervortreibt, weil ja, es geht um Ökologie, es geht darum, wie schaffen wir es endlich zur Kreislaufwirtschaft zu bekommen, aber es geht auch darum, wie kann ich als Verbraucher und Verbraucherin auch einfach Geld sparen, muss nicht ständig Produkte neu kaufen und ja, mit sehr nicht nachhaltigen Produkten klarkommen. Also insofern freue ich mich total auf das Webinar. Als Einstimmung haben wir einen ganz kurzen Film mitgebracht, den wir hier im Europaparlament produziert hatten, als wir eine Abstimmung zum Recht auf Reparatur hatten und als wir noch ein bisschen campaignen wollten für das Thema. Deswegen würde ich jetzt sagen, schauen wir uns ganz kurz diesen zweiminütigen Film an, der einfach nochmal erklärt, was ist eigentlich das Recht auf Reparatur und wenn die ja, Technik das im Hintergrund kann, Es super. gibt da nun zwei Lösungen: ersetzen Oh, ich. oder reparieren. Der Hersteller bevorzugt den Ersatz. Deswegen ist der Kundenservice oft gar nicht lustig und das Geschäft gar nicht so einladend. Reparieren heißt ankämpfen gegen die Dauer der Reparatur, der Preis für die Reparatur, die Beweislast für den Mangel, die technische Komplexität, fehlende Ersatzteile. Ein ganz schön langer Weg. Da darf man sich nicht entmutigen lassen. Und genau das ist das Problem. Denn etwas gegen etwas Neues auszutauschen, verbraucht Ressourcen unseres Planeten. Wir haben davon nun mal nur einen und nicht mehrere. Kurz, nicht zu reparieren ist Verschwendung. Wir müssen gutes Verhalten daher bestärken. Beispielsweise, manche Hersteller stapeln und kleben alles so, dass es irreparabel ist. Und das ist nicht gut. Während andere Hersteller Ersatzteile bereitstellen, so designen und dokumentieren, dass reparierbare Produkte entstehen, die lange halten und so am Ende des Tages dann auch weniger kosten. Und das ist gut. Das ist, was wir fördern und zur Norm machen wollen.
Unabhängige Werkstätten und Tüftler und Tüftlerinnen müssen mit den Herstellern im Wettbewerb mithalten und schnell Ersatzteile und Software bekommen können. Die Garantiezeit muss dann sich logischerweise an die Lebensdauer des Produktes anpassen. Reparierbare Produkte wollen wir also gleichermaßen als Verbraucher und Verbraucherinnen genauso wie als Bewohner und Bewohnerinnen unseres Planeten. Und das ist genau die Richtung, die Europa derzeit mit den Änderungen für einen nachhaltigeren Konsum einschlägt. Nach dieser neuen Art und Weise werden unsere Produkte in der Zukunft hergestellt. Mit Vorrang für Reparatur vor Ersatz. Vielen herzlichen Dank, Aldo, der im Hintergrund das Video gespielt hat. Mit dieser kleinen grafischen Einstimmung, die ja ein bisschen erklärt hat, um was es auch geht, wollen wir das jetzt noch mal ein bisschen wissenschaftlich und ein bisschen genauer hören, nämlich von Rebecca Heinz, die von Tabea schon angekündigt wurde. Rebecca arbeitet bei German Watch, ist dort NRO-Koordination Branchendialog und vorher hat sie im Arbeitsbereich Ressourcenpolitik gearbeitet, eben auch ganz, ganz viel zum Recht auf Reparatur. Wir haben auch mit ihr gemeinsam eine Broschüre zum Recht auf Reparatur erstellt, die ich gleich nochmal posten werde. Rebecca Heinz wird uns jetzt erklären, worum geht es eigentlich beim Recht auf Reparatur, warum brauchen wir das und was sind die Forderungen der Zivilgesellschaft? Rebecca, ja. The floor is yours. Vielen Dank für die Einführung und für die Möglichkeit, hier heute nochmal einen kleinen Input zu dem Thema geben zu können. Ich glaube, es sind jetzt schon einige Zahlen und Fakten durch den Raum geschwirrt, die Notwendigkeit eines Rechts auf Reparatur dargelegt haben. Was ich an der Stelle nochmal betonen möchte, ist, dass wir insbesondere ja in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben, dass Reparatur als Alltagspraxis immer mehr verloren geht. Das heißt, es ist ein gewisses Selbstverständnis nicht mehr in der Gesellschaft vorhanden, insbesondere kleinere Alltagsgegenstände instand zu halten oder zu reparieren, sondern es hat sich eine sehr flüchtige Beziehung zu unseren einzelnen Konsumgütern entwickelt. Und ganz besonders fällt das im Elektronik- und im Elektrobereich auf, also einer Branche, die zugleich auch einen massiven Boom in den letzten Jahrzehnten erfahren hatte, also eine sehr starke Entwicklung getrieben durch unterschiedliche technologische Innovationen und immer schnellere Innovationszyklen und Entwicklungen. Und das ist vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren nochmal rasant angestiegen. Also zwischen 2013 und 2018 beispielsweise ist die Menge an jährlich neu verkauften Elektronikgeräten in Deutschland um 47% alleine angestiegen. Also das ist schon mal eine Masse. Und diese Masse an neu verkauften Geräten, die spiegelt sich eben in dem jährlichen Elektroschrottaufkommen wieder, das in der EU alleine 12 Millionen Tonnen beträgt. Und diese Entwicklung hat natürlich, und das wurde ja auch schon angerissen, massive Konsequenzen für die Umwelt. Wenn es um Ressourcen geht oder um Umweltverschmutzung, da wird immer sehr viel in den letzten Jahren, weil der Fokus sehr stark auf Plastik, aber gerade wenn man im Elektroniksegment guckt, spielt noch ein anderer Faktor eine sehr große Rolle, nämlich die Metalle, die in den Elektronikgeräten verarbeitet werden, die bei der Produktion auch zu massiven Umweltzerstörungen und Umweltverschmutzung beitragen. Zum Beispiel in einem Handy stecken weit über 31 Technologiemetalle. Und je länger wir also einen Gebrauchsgegenstand nutzen, umso mehr können wir auch den Druck auf die Primärressourcenförderung eben senken. Und auch ein ganz wichtiger Grund, warum sich eine lange Lebenszeit von Produkten auch auf die Umwelt positiv auswirkt, ist eben, dass die meisten Ressourcen bei der Produktion eines Gerätes anfallen. Also weniger im Betrieb und im Verlauf. Das ist natürlich je nach Produktkategorie unterschiedlich. Aber gerade bei Smartphones und bei Laptop ist es so, je besser ich am Anfang, also die meisten Ressourcen beginnen am Anfang, je länger ich das Produkt nutze. So, das sind die Gründe für ein Recht auf Reparatur. Das heißt, wir müssen die Kultur der Reparatur wieder fördern. Und was braucht es dafür? Also in erster Linie braucht es dafür erstmal eine umfassende Rahmengesetzgebung für nachhaltige Produktpolitik, die insbesondere für die Hersteller neue Regeln aufstellt, was das Produktdesign angeht. Also, dass ich modulare Geräte habe, dass ich an die Einzelteile, an die Komponenten
der Elektronikgeräte herankomme und es so auch den Reparateuren oder auch einem selbst erleichtert wird, eben Geräte zu reparieren. Ein sehr gutes Beispiel ist die Entwicklung im Smartphone-Segment. Noch vor wenigen Jahren konnte man den Akku selbst herausnehmen. Das ist bei kaum einem Modell heute noch möglich. Also da braucht es einen klaren ordnungsrechtlichen Rahmen. Und ein Punkt, der gerade mit Blick auf die Digitalisierung eine immer größere Rolle spielt, ist natürlich die Frage nach der Software. Da gibt es noch sehr wenig Regularien, die den Herstellern da gesetzt werden. Und immer öfters trägt eben die Software dazu bei, dass ein Gerät, also die Hardware, nicht mehr nutzbar ist, weil entsprechende Software-Updates nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist die eine wichtige Planke und die andere sehr zentrale Planke ist, dass Reparatur ermöglicht werden muss. Das heißt, dass Ersatzteile bereitgestellt werden müssen durch die Hersteller auch für unabhängige Reparateure oder aber auch für mich als Verbraucherin. Und ich muss diese Produkte auch zu einem fairen Preis beziehen können, weil eine Reparatur wird nur dann attraktiv werden für die Verbraucher und Verbraucherinnen, wenn sie preislich in Konkurrenz steht zu dem Neukaufprodukt. Genau, und die andere, eine wichtige Maßnahme wäre auch, den Verbrauchern zu ermöglichen, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Das heißt, ihnen Informationen an die Hand zu geben beim Kauf eines Produktes, zum Beispiel durch ein Label, ähnlich wie dem Label für den Energieverbrauch, dem EU-weiten Label, das mir eine schnelle Einschätzung ermöglicht, wie gut ist mal dieses Produkt reparierbar und wie lange ist es haltbar. Ja? Also es geht ja nicht nur um die Reparierfähigkeit, sondern auch wie lange verspricht mir der Hersteller, wie lange kann ich dieses Produkt nutzen. Und das führt auch dazu, dass natürlich die Verlängerung der Herstellerverantwortung mit auf die Gewährleistung, diese auszuweiten, wäre auch eine wichtige Maßnahme, aber unter der Voraussetzung, dass für den Reparaturfall auch unabhängige Akteure Zugang eben zu diesen Servicedienstleistungen erhalten und dass dieser Markt dort nicht weiter und stärker reguliert wird vor den Herstellern. Das wären so die wichtigsten Flanken eines Rechts auf Reparaturs. Was kann man heute schon machen? Ich glaube, wichtig wäre es für die VerbraucherInnen, sich heute schon aktiv an die Hersteller zu wenden, falls es eine Reklamation eines Produkts gibt und dort nicht drauf zu setzen, und dort drauf zu pochen, dass das Produkt repariert wird und nicht einfach ersetzt wird. Das ist aktuell noch sehr müßig, aber ich glaube, es erhöht den Druck auf Dauer auf die Hersteller und darüber hinaus sich in Reparaturinitiativen zusammenzuschließen oder sich eben auf politischer Ebene stark zu machen für ein Recht auf Reparatur. Ja, vielen Dank, Rebecca Heinz. Bei der Rückgabe oder bei der, wenn ich ein kaputtes Gerät habe und zu dem Verkäufer gehe, dann sagt er natürlich in der Regel, es ist billiger, ein neues Gerät als zu reparieren. Das kennen wir ja häufig. Und ich habe eben dran gedacht, also ein Pad, das ich gepflegt habe und das bestimmt 6 Jahre alt war, ja, hatte dann ein Problem. Und dann habe ich aber keinen Support mehr gehabt und es war schwierig, dann das Gerät noch weiter zu nutzen. Also ich glaube, wir kennen das aus unserem Alltag. Ich erinnere mich daran, dass ich als 12-, 13-Jährige mal meinen Radiorekorder auseinandergebaut habe. Das ging noch ganz gut. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ich bin ja ein bisschen älter als die meisten hier. Und ich habe das tatsächlich auch wieder zum Laufen gebracht. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte oder ob das mir noch gelingen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich würde mich das jedenfalls nicht trauen. Einer, der sich das aber traut und der diese Entwicklung jetzt schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, ist Heinz Jung. Er wird auch genannt, es gab eine Reportage über ihn beim WDR, der Tüftlerkönig von Deutschland. Und ich glaube, Heinz, das kann man von dir auch wirklich sagen, du versuchst alles zu reparieren, was irgendwie geht, bei den alltäglichen Haushaltsgeräten. Vielleicht kannst du mal schildern, wie so deine Erfahrungen im Alltag sind und wie sich das auch in den letzten Jahren verändert hat. Ja, hallo zusammen. Das mache ich sehr gerne. Warte mal, ich muss gerade in den Chat eine Nachricht reinschreiben, damit das alles sehen können. Das war nämlich ein kleiner Vorschlag meinerseits. Ich mache jetzt seit fast 40 Jahren, also 38 sind es gut,
Jahren mache ich Gerätereparatur und das unter ökologische Vorzeichen. Das heißt, ich verstehe mich als Umwelthandwerker. Die Idee steckt dahinter, also bei mir gibt es nichts zu kaufen, also sprich keine Geräte. Wenn ich, also ich repariere Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner etc. und bin da den ganzen Tag unterwegs. Und wenn ich einem Kunde sagen muss oder einer Kundin, das rentiert sich nicht mehr, kann die oder derjenige sicher sein, dass ich da keinen Interessenkonflikt habe. Das heißt, bei mir gibt es nur Reparatur. Ich verstehe meine Arbeitskraft als regenerative Energiequelle. Denn der Mensch muss essen, ob er was arbeitet oder nicht, ganz egal. Also das ist praktisch sowas wie eine Solarzelle, ja, der menschliche Körper. Essen muss ich und dann kann ich arbeiten, kann meinen Geist, meine Kreativität und meine Hände dafür einsetzen, Nutzungszeit zu verlängern. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Umschreibung von dem Wort reparieren. Also ich das ist aber meine Message. Und als ich vor 40 Jahren angefangen habe, war ich auch schon Exot. Da haben mich auch alle gefragt, spinnst du, an Reparatur kann man doch kein Geld verdienen, lohnt sich das? Aber es war eine sinnvolle Arbeit und sie macht zudem auch noch Spaß, also richtig Spaß. Es ist sehr befriedigend. Man wird sozusagen im Kundendienst von mit Bestätigung überschüttet, kübelweise, ja. Man kommt in den Haushalt, da ist eine Waschmaschine kaputt, man geht wieder, die Waschmaschine läuft. Naja, super. Also, das ist einfach, einmal macht es Spaß, Fehler zu suchen, zu finden. Auch der Kundenkontakt. Ich berate ganz viel, ich erzähle sehr viel über Wäsche waschen und Waschmittel sparen und so weiter. Also, gebe solche Öko-Tipps für den Haushalt. Und die werden auch sehr gerne angenommen, weil ich bin ja nun mal da wegen der kaputten Maschine. Und wenn die dann wieder repariert ist, wenn die dann wieder läuft, dann ist die Kundin oder der Kunde, dann sind die ganz offen. Wenn ich denen sage, hier benutzt weniger Waschmittel, dann lebt eure Waschmaschine länger und ihr spart auch noch Geld und ist gut für die Umwelt, dann ist das ein Pfundargument. Also ich bin dann so ein kleiner Halbgott in Grau, ja. Also wenn ich das sage, dann schlägt das richtig ein. Und so verstehe ich mich eben als Multiplikator für ökologisches Verhalten im Kundendienst. Das ist also mein Background. Und mein ganzes Standing erfahre ich eben durch die Tatsache, dass ich repariere und die Leute sehr froh sind, dass sie jemanden finden. Aber Tabea, du hast ja gefragt, wie war das früher, wie ist das heute? Genau, wie hat sich das entwickelt? Weil man hört das ja immer wieder, dass die Langlebigkeit der Geräte immer kürzer ist. Ja? Neulich habe ich gehört, in einem Elektroladen, der Fernseher verkauft hat, dass ein Fernseher heute sowieso nur noch auf 6 Jahre ungefähr angelegt Genau. ist, wie er funktionieren soll. Und wie ist das dann auch mit den Ersatzteilen? Bekommst du immer die Ersatzteile dafür? Ja, also gut, ich bin professionell unterwegs, habe Kundennummern bei allen möglichen Herstellern und bekomme schon Ersatzteile. Teilweise ist es sehr schwierig. Bei manchen Marken ist das Ersatzteil Verfügbarkeit sehr gering, aber bei großen Marken, Bosch, Siemens oder Bauknecht, AEG, Electrolux, Miele, da bekommt man eigentlich mehr oder weniger alles. Es sind manche Hersteller auch sehr offen. Das heißt, da können auch Laien, also die ihre Maschine vielleicht selbst reparieren wollen, können da auch alles bestellen, bekommen sogar Unterlagen, technische Unterlagen zur Verfügung, was sehr gut ist und sehr offen. Es gibt aber andere, die sind geheimniskrämerisch und verweigern technische Unterlagen und oft auch Ersatzteilbestellungen. Und da kann man dann nur als Profi, wie ich zum Beispiel, einkaufen, aber nicht als Laie. Das ist sehr unbefriedigend. Was die Haltbarkeit der Maschinen anbelangt, der Geräte, da ist es eindeutig, klassisch. Also früher war eine Waschmaschine,
Also wenn die nur 10 Jahre Gehalte hat, dann war jeder sauer und war schon entrüstet sozusagen. Da hat man 15 Jahre oder vielleicht auch 20 erwartet und viele sind da noch weit drüber hinausgegangen. Und heute, also wenn ich eine 20 Jahre alte Spülmaschine 1:1 ersetzen will, das heißt 20 Jahre Geschirrspülen, ja, dann muss ich mir heute vier, vielleicht komme ich mit drei neuen Geräten aus, aber wahrscheinlich brauche ich vier neue Spülmaschinen. Eine betreibe ich, drei stelle ich in den Keller, neu, original verpackt, damit ich die 20 Jahre Geschirrspülen überbrücken kann. Und wenn man sich das so mal vor Auge führt, wie krass das ist, dann wird auch die Dimension klar. Die neuen Geräte versprechen ja immer so energiesparsam zu sein. Aber die Wahrheit ist, dieser Run auf sparsame Geräte, der hat 1983, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat er angefangen. Da ist damals die erste Öko-Waschmaschine rausgekommen, die Öko-Lavamat hieß die. Und natürlich hat man vor 40 Jahren bei den Verbräuchen, Wasser- und Stromverbräuchen, viel erreichen können bei einem Optimierungsschritt. Aber über die Jahre ist das immer weniger geworden. Und heute mittlerweile sind wir da angelangt, dass das nur noch Marketing ist. Da geht es um Nachkommastelle, was da wirklich erreichbar ist. Wo aber wirklich noch auch heute noch was zu erreichen ist, das ist nämlich im Nutzerverhalten, im Verbraucherverhalten. Und das ist halt mein Ansatz, dass ich sehr viele Aufklärungsarbeit im Kundendienst mache. Denn der Hauptverbraucher, der sitzt vor der Maschine und ist nicht die Maschine selbst. Du bist ja auch Mitglied im Rundentisch Reparatur. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was dieser runde Tisch ist und was er genau macht. Ja, der Runde Tisch Reparatur ist ein loser Zusammenschluss von allem möglichen Interessierten, die an dem Thema Interesse haben. Ich bin mir ein, Rebecca Heinz, warst du nicht auch schon im Runde Tisch? Oder habe ich ein Déjà-vu? Doch, gell, ne? Ja, ich wusste es, ich wusste es. Also, das sind viele NGOs und Leute, die, sagen wir mal, auf europäischer Ebene vernetzt sind oder auf Bundesebene. Die Verbraucherzentrale ist dabei und von der Handwerkerschaft sind welche dabei. Also eine ganz bunte Mischung und haben die ein das gemeinsame Interesse, die Nutzungszeit von technischen Geräten oder auch anderen, zum Beispiel Kleidung und so weiter, zu erhöhen, also von Konsumgütern zu erhöhen. Denn je länger etwas genutzt wird, sind wir uns, glaube ich, alle einig, das hat jeder schon verstanden, umso weniger Rohstoffe, neue Rohstoffe braucht man. Und ein wichtiges Stellschraube für die Nutzungszeitverlängerung ist eben die Reparatur. Und da bin ich eben als Praxispartner, nehme ich da teil. Ja, wunderbar. Es gibt schon ganz viele Fragen. Ich würde auch mal ein paar Fragen jetzt in die Runde werfen. Einige sind noch über den Chat gekommen, die anderen über die F&A. Ich stelle jetzt mal eine Frage aus dem Chat. Woher kommt denn die Angst vor der Marktsättigung durch hohe Lebensdauer? Und gibt es Volkswirtschaftstheorien, Businessmodelle, die geplante Obsoleszenz unnötig machen bzw. widersprechen? Wer mag denn darauf antworten? Rebecca Heinz vielleicht? Ja, ich kann gerne darauf Bezug nehmen, auch wenn ich nicht weiß, wie ausführlich ich auf diese darauf eingehen kann. Hört man mich noch? Mir wird nämlich Ja. angezeigt. Okay. Ja, also ein Modell, das sich jetzt auch gerade im Laufe der Kreislaufwirtschaft ausbildet oder viel diskutiert wird, ist der Ansatz, Produkte nicht mehr zu verkaufen, sondern als Dienstleistung herauszugeben. Das heißt, ich kaufe keine Waschmaschine mehr, sondern ich miete mir eine. Und das würde für Hersteller natürlich einen deutlichen Anreiz setzen, Produkte langlebiger zu gestalten, gegebenenfalls je nach Geschäftsmodell. Aber hier wäre auch nochmal die Sorge, beziehungsweise da müsste auf jeden Fall die Politik ein Auge darauf haben, wie die Rahmenbedingungen hierfür gesetzt werden, weil auch hier sollte gewährleistet werden, dass das kleinere Reparaturgewerbe natürlich dann auch weiterhin
Zugang hat auch zu diesen Reparaturdienstleistungen, also dass da nicht eine zu starke Marktkonzentration dann nur bei dem Hersteller liegt. Aber das wäre ein möglicher Ansatz, eben diesem geplanten Obsoleszenzverhalten entgegenzuwirken. Aber da ist noch viel Forschung und auch politischer Diskurs nötig, um da ein kluges Verhältnis an den Tag zu legen zwischen, um die Teilhabe des kleineren Reparaturgewerbes daran auch zu gewährleisten. Jetzt gab es noch eine Frage, die EU-Ebene direkt angesprochen hat, nämlich was die Förderung betrifft für zum Beispiel Second-Hand-Kaufhäuser, was es da für Programme gibt. Anna, kannst du was dazu sagen? Das betrifft jetzt nicht ganz das Recht auf Reparatur, aber vielleicht habt ihr da ja auch Programme. Genau, also es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Fördertöpfe, aber die sind jetzt nicht so granular und kleinteilig, dass irgendwie ein Secondhand-Kaufhaus oder ein Repair-Café davon gefördert wird. Aber nichtsdestotrotz gibt es, und das finde ich schon interessant, halt eine sehr starke europaweite Vernetzung, auch zum Beispiel von Repair-Cafés und von Recht auf Reparaturinitiativen und sehr viel Austausch. Und was ich auch spannend finde, ist, dass immer mehr Städte auch sagen, sie werden sozusagen so Kreislaufwirtschaftsstädte, so wie man früher gesagt hat, Fairtrade-Städte. Und ich glaube, dass die sich auf kommunaler Ebene noch stärker in Europa vernetzen und auch schauen, wie man eben durch die Förderung von Secondhand-Kaufhäusern oder auch anderen Initiativen das Recht auf Reparatur und die Kreislaufwirtschaft auf kommunaler Ebene voranbringen kann. Ich glaube, da kann die europäische Vernetzung einen Mehrwert leisten. Zu der Gesetzgebung kann ich ja gleich noch was sagen. Da gab es auch eine Frage im Chat, aber so viel erstmal. Okay, vielen Dank. Ja, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Fragen. Vielleicht noch eine zu der geplanten Obsoleszenz. Es gibt ein Gesetz in Frankreich, was dort bereits seit einigen Jahren gilt und deren Reparaturindex. Wie bekommt man so etwas auf europäischer Ebene hin? Also wir haben zum Beispiel im Bundestag einen Antrag eingebracht, dass das mal richtig definiert werden muss, was denn die geplante Obsoleszenz angeht. Wie würde das auf europäischer Ebene aussehen können? Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist super wichtig, weil ich finde, das sieht man bei ganz vielen Politikbereichen, das ist total spannend. Wenn ein Mitgliedstaat irgendwie vorangeht, dann gibt es oft auch so einen Spillover-Effekt auf die europäische Ebene. Und am Ende ist natürlich das Beste und das Wichtigste, wenn wir europaweit starke Regeln haben, weil dann muss es in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Und wichtig, ich muss das als Binnenmarktausschussvorsitzender natürlich auch sagen, dass es halt auch nicht Kraut und Rüben an Regeln gibt am Ende, ne? Dass dann ein Mitgliedstaat X macht, der andere Y. Es muss schon irgendwie auch ein bisschen gestreamlined sein, sodass wir natürlich unseren gemeinsamen Binnenmarkt nicht stören. Beziehungsweise wir Grüne und auch viele andere im Europaparlament haben die Forderung, dass geplante Obsoleszenz verboten wird, im Europäischen Parlament durchbekommen. Und wir haben das aber noch nicht in Gesetzgebung gegossen, sondern wir haben das in einer politischen Resolution durchbekommen. Also jetzt fordert sozusagen das Europaparlament die Kommission konkret auf, da einen Gesetzesvorschlag vorzulegen und im ganzen Paket, was jetzt kommt, in dem Kreislaufwirtschaftspaket, also ganz viele Gesetzgebungsstücke geplant, dass die Kommission sozusagen geplante Obsoleszenz verbietet. Und ich finde das total spannend, Tabea, was du gesagt hast, weil natürlich ist immer wieder die große Frage am Ende, kann man das irgendwie überhaupt beweisen? Wie wird das definiert? Wie setzt man das dann praktisch um? Aber ich finde es politisch schon mal total gut zu sagen, wir als Europäisches Parlament wollen das, denn es ist in der Tat Feld, wo Unternehmen ganz klar die Lebensdauer von Produkten mit Absicht verkürzen, und da irgendwie ranzugehen ist total wichtig. Das zweite zu dem Repair-Index in Frankreich, den finde ich auch, der Repair-Score, das ist auch total spannend und ist in der Tat auch eine Sache, die wir im Europaparlament gefordert haben, mit Erfolg, zu sagen, dass eben ein Repair-Score kommt, zusammen mit einem digitalen Produktpass, und dass wir so die Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher verbessern. Und auch da ist es so, dass wir das an die Kommission herangetragen haben und jetzt halt einfach auf die Gesetzesvorschläge warten. Wir als Europaparlament können ja leider nicht selber Gesetze auf den Weg bringen. Wir müssen sozusagen immer erstmal warten, was die Kommission uns vorlegt. Wir haben nicht ein Eigeninitiativrecht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Okay, vielen Dank erstmal dafür. Wir haben Fragen zu
ja, Computern, PCs, Notebooks, auch Handys. Da kam die Frage, ist es denn nicht kontraproduktiv, wenn die Bundesregierung die Abschreibung für diese Geräte von 3 auf 1 Jahr senkt? Ja, kann man sagen, das ist kontraproduktiv. Ich stelle gerade fest, also jetzt in der Corona-Pandemie, wir haben ja alte Laptops gesammelt für Schülerinnen und Schüler, die keine Geräte zur Verfügung hatten. Und da kamen natürlich zum Teil Geräte, die wirklich sehr, sehr alt waren. Und da war es auch zum Teil schwierig, neue Software aufzuspielen, dass sie dann auch schnell genug gelaufen sind. Aber es gab tatsächlich fast neuwertige Geräte, die abgeschrieben wurden. Und zum Teil haben die Unternehmen die Betriebssysteme dann selber, also die Festplatte, platt gemacht. Aber es gab eben auch Geräte, wo das nicht so ohne weiteres möglich war, wo dann Hürden eingebaut wurden, wo man eben nicht Open Source Software draufspielen konnte, Betriebssysteme. Also das war ein echtes Problem. Und ich glaube, da muss man auch stärker regulieren, oder? Ich weiß nicht, wer darauf antworten will. Rebecca Heinz vielleicht oder Anna? Ich kann darauf gerne kurz antworten. Ja, also dass Software immer stärker eben auf die Hardware zugreift oder eingreift, das habe ich vorhin ja schon ein bisschen angedeutet. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Ebenen, wo wir beobachten, wie Software eben genutzt wird, um Kontrolle über das Gerät zu halten. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch, das neue Apple-Gerät steht im Verdacht, beziehungsweise wurde von iFixit, das ist auch ich glaube, es ist ein gemeinnütziges Unternehmen, was sich gerade auf US-amerikanischer Ebene für ein Recht auf Reparatur sehr stark macht und die immer wieder so kleinere Teardown-Videos herausbringen und Reparaturanleitungen für die breitere Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und die haben sich eben das neue iPhone angeguckt. Und dort ist es so, wenn ich dieses Gerät selber reparieren möchte, also wenn ich den Akku austauschen möchte oder das Display oder die Kamera, dann erkennt die Software, dass ich ein nicht lizenziertes oder autorisiertes Reparaturunternehmen bin und blockiert nach der Reparatur, auch wenn die Reparatur eben voll funktionsfähig durchgeführt werde und nichts kaputt gemacht wurde, blockiert es wichtige Funktionen. Das heißt, hier haben wir unterschiedliche Ebenen, wie Software eigentlich die Lebensdauer der Hardware einschränkt, beziehungsweise auch der Nutzer oder die Verbraucherin eben beeinträchtigt wird, selbst über das Gerät zu verfügen. Das heißt, da ist auch so eine gewisse materielle Selbstbestimmung, die einem da komplett entzogen wird. Das heißt, das müsste man regulieren. Muss man das dann auf EU-Ebene regulieren? Weil wir haben einen Antrag dazu im Bundestag eingebracht, aber eigentlich wäre das ja wichtig, das auf EU-Ebene zu tun, oder, Anna? Auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Also bei dem, was wir im Europaparlament diskutiert haben zum Recht auf Reparatur, hat die Software auch mal eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und ich würde auch sagen, das ist total zentral, das mit einzubeziehen und zu regulieren. Vor ein paar Tagen habe ich eine Meldung gelesen, dass die EU ihre Sammelquote nicht erreichen wird. Jetzt gab es auch eine Frage dazu, was mache ich denn eigentlich, wenn die Geräte nicht mehr nutzbar sind? Wo kann ich die denn eigentlich richtig entsorgen, dass sie auch recycelt werden? Gute Frage, stellen wir uns auch immer wieder. Es gibt so Initiativen, die versuchen, die Sachen zu sammeln und dann tatsächlich auch die seltenen Erden und so weiter rauszuholen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass in Wertstoffhöfen, die einfach nur gecrasht werden und dann ist das alles ein großes, ein großer Haufen Elektroschrott, wo dann einzelne Komponenten vielleicht rausgezogen werden, oder? Anna? Ich glaube, Heinrich will was sagen. Vielleicht. Heinrich, okay. Das habe ich nicht gesehen. Entschuldige, Heinrich. Ja, also Einspruch, euer Ehren. Vorm Recyceln kommt erstmal, also vor dem Tod kommt doch das Leben, oder? So habe ich irgendwann mal gehört. Ne? Es kann doch nicht sein, dass wir, es gibt eine Studie in Rheinland-Pfalz, hat mal untersucht, die Geräte, die dort in den Container landen, wie viel von denen denn noch funktionstüchtig wären? Und da ist herausgekommen, 50% der Geräte, die eingeworfen werden, haben keinen Defekt. Also Freunde, wir brauchen kein Recycling für Geräte, die noch funktionieren. Also da ist noch was ganz anderes faul. Da gehört reingeschissen mit 1000 Ersch, so sagt dann der
der Schwabe oder so. Also das ist einfach, wir haben vollkommen hirnlosen Raubbau, treiben wir hier. Und auf die Recyclingquote bin ich froh, wenn Recycling passiert. Aber wie gesagt, es gibt noch was davor. Und die Abfallhierarchie der EU hat eben eine Hierarchie, eine eindeutige Hierarchie, wo das Recycling wirklich die unterste Stufe ist, die unterste, die letzte. Und viele schwört ja das Schlagwort durch die Köpfe, und die Hersteller finden das auch sehr charmant. Cradle to Cradle, ja, von der Wiege zur Wiege. Und Hersteller finden das super, weil dann kann man ja Geräte herstellen, irgendwann kurz benutzen. Man muss nicht lange sein, dass die Rohstoffe nicht so verunreinigt werden durch den Gebrauch. Pfui. Nein, nein, wir schreddern das Zeug und bauen einfach neue Geräte. Und dann kann das Fließband einfach dreimal so schnell laufen. Das kann man, und vorhin wurde die Volkswirtschaft angesprochen. Also, die Volkswirtschaft, ich habe keine Ahnung, ich bin ja Elektromeister. Aber ich habe mir mal eingebildet, dass eine Wirtschaft dafür da ist, zum Beispiel VerbraucherInnen Waschmaschinen zur Verfügung zu stellen, damit die ihre Wäsche wischen können. Aber sie ist nicht dafür da, alle 5 Jahre eine neue zu liefern in die Familie. Also eine alle 20 Jahre oder 30 Jahre würde ja auch reichen. Dann hat die Wirtschaft auch ihre Aufgabe erfüllt, nämlich die Bevölkerung mit den notwendigen Produkten zu versorgen. Ja, wäre ja auch denkbar. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Die Geräte sollen erstmal langlebig konzipiert werden. Dafür ist die Öko-Design-Richtlinie ja ganz entscheidend. Auch die Frage von Gewährleistungen und Rechten der Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber nicht nur den Verkäufern, sondern auch gegenüber den Herstellern. Das ist ein Thema, das wir im Bundestag auch diskutieren, das aber auch von der EU-Ebene kommt. Aber tatsächlich, was ist denn mit den Geräten, die nicht mehr funktionsfähig sind? Die landen dann auf dem Wertstoffhof und werden geschreddert. Das ist doch eigentlich auch nicht richtig, ne? Rebecca Heinz vielleicht dazu? Ja, genau. Also auch hier wäre es wichtig, beim Produktdesign anzufangen, weil viele der Ressourcen oder Rohstoffe, die in den Geräten drin sind, sind auch schwer wieder da herauszugewinnen. Und auch da würde ein modulares Produktdesign helfen, eben die einzelnen Komponenten besser voneinander trennen zu können. Und ich wollte noch auf eine Sache hinweisen, was ja auch Heinrich angesprochen hat. Also wenn ich es zu einem Wertstoffhof bringe, und da gibt es jetzt schon auch eine Gesetzesanpassung, die in den nächsten Jahren in Kraft treten wird, nämlich mit der Novellierung des Elektro-G-Gesetzes, dass wenn ich meine Geräte zum Elektrohof bringe, ist zumindest jetzt vorgesehen, ist, dass gewisse zertifizierte Betriebe Zugriff auf diese Geräte bekommen, um eben Ersatzteile da ja auch. Das ist ja auch, also wenn ein kaputtes Gerät, wenn es kaputt ist, kann ich es ja trotzdem noch als Ersatzteillager nutzen und in brauchbare Geräte einbringen. Hier wird es auf jeden Fall noch spannend sein, wie das Ganze umgesetzt wird. Und auch da wäre es besser, diese Regulierung doch noch ein bisschen weiter auszudehnen, weil aktuell ist es so, alles, was halt weggeschmissen wird, das darf gar nicht mehr wiedergewonnen werden, weil es halt als Wertstoff oder als Müll deklariert ist und gar nicht mehr der Nutzung zugefügt werden darf. Und das ist auf jeden Fall noch eine offene Stellschraube. Ich habe neulich mit Bettina Hofmann, gleich Anna, haben wir ein Video gedreht auf dem Wertstoffhof, und da waren Geräte, die tatsächlich noch funktioniert haben, und da haben wir gesagt, können wir die nicht einfach jetzt mitnehmen, ne? Und dann haben die gesagt, nein, ja, sobald das den Hof erreicht hat, darf man nicht mehr die Geräte, die noch funktionieren, da an sich nehmen und weiterverwenden. Anna. Ich wollte nur ganz kurz eine Sache ergänzen, weil da auch in der Frage die Komponente Afrika und illegale Müllkippen und so weiter aufgeführt wurde. Und das ist natürlich echt eine Sache, die richtig, richtig übel ist, wenn man sich da Recherchen und Dokumentationen und so weiter anschaut. Und ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte ist nochmal, dass man Zollkontrollen verstärkt, um wirklich illegale Exporte zu unterbinden, weil sehr, sehr viele von diesen furchtbaren Exporten sind halt auch einfach illegal. Und dass man ohnehin die Exporte viel stärker reguliert. Also entweder halt sagt, nur in Ländern mit vergleichbaren Umwelt- und Recyclingstandards darf exportiert werden, oder es darf einfach gar nicht mehr exportiert werden. Also das sind einfach so Sachen, die dazu führen könnten, dass, glaube ich, auch zusammen mit dem, was Rebecca und was Heinrich gesagt hatten, die Verwertung des Mülls, oder dass der Müll halt sozusagen nicht in
noch mehr Schaden anrichtet, dass man das irgendwie unterbindet. Jetzt gibt es noch eine Frage nochmal zu den Kommunen. Welche Möglichkeiten sehen Sie von den Kommunen aufwärts, um Initiativen wie den Runden Tisch Reparatur und offene Werkstätten mehr zu fördern und interessanter für den durchschnittlichen Konsumenten zu machen? Ich glaube, viele Verbraucherinnen und Verbraucher wissen häufig gar nicht, was sie, viele wollen ja nachhaltig auch konsumieren, aber die Information fehlt häufig. Wie können die Kommunen da gefördert werden oder gestärkt werden in dem Bereich? Weil da wird ja die Abfallwirtschaft und die Kreislaufwirtschaft organisiert. Wer möchte darauf antworten? Rebecca Heinz vielleicht? Ja, kann ich gerne darauf eingehen. Also das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und ich finde, das ist auch genau ein Punkt, der in der ganzen Debatte sehr oft vernachlässigt wird. Also die Frage, wie können wir eben eine Regulierung, die ja geplant ist, auf EU-Ebene aufzuziehen und die auch dort wichtig angesiedelt ist, weil sie eben Produktdesign etc., also binnenmarktrechtliche Regulierungsansätze verfolgt. Aber wie können wir eben diese Ansätze bis auf die kommunale Ebene runterbrechen? Und gerade im Bereich Kreislaufwirtschaft, was so Nachhaltigkeitsthemen angeht, sind Kommunen ja relativ schwach aufgestellt. Eine Möglichkeit wäre auf jeden Fall, Initiativen zu fördern oder zu stärken, die sich eben in Repair-Cafés zusammenschließen. Oftmals scheitert es da ja schon an Räumlichkeiten, die nicht gegeben sind oder die zu teuer sind. Eine andere Möglichkeit wäre eben, es gibt ja auch soziale Kaufhäuser, die ja sehr oft auch eben eine, sagen wir mal, ein Verteilerort sind, um alte Elektrogeräte, die man vielleicht nicht mehr haben will, nochmal weiter zu verkaufen. Das aber auch wirklich in die Köpfe der Bevölkerung zu bringen und zu transportieren. Was gibt es eigentlich für Entsorgungs- oder halt Weiterverwendungsmöglichkeiten für ein Elektrogerät? Weil oftmals lagert das Handy ja noch jahrelang in der Schublade, obwohl es nicht mehr genutzt wird, ebenso wie Laptops etc. Und da ein Bewusstsein für zu schaffen, dass Menschen ihre Elektrogeräte zum Wertstoffhof bringen oder eben, also Wertstoffhöfe dann aber auch so zu organisieren, dass sie eben als Verteilerstation fungieren für soziale Kaufhäuser oder auch für Reparaturinitiativen, diese dann wieder aufzubereiten. Also ich glaube, da kann man auf kommunaler Ebene viel tun, dass eben Bekanntmachung der Orte, wo kann ich es abgeben, aber auch dann Aufwertungsmöglichkeiten, dass es nicht direkt in den Zerschredderer geht und Wiederaufbereitung, Wiederverwendung vor Wiederaufbereitung. Ja. Da gibt es ja auch die Initiativen immer wieder, ob es die Umwelthilfe ist oder so, ne, wo wir dann als Abgeordnete in unseren Büros Anlaufstellen sind, um alte Handys oder Pads oder wie auch immer zu sammeln, um die weiterzugeben. Eine Frage, die sich da ganz gut anschließt, gibt es eine Vernetzung von Repair-Cafés bundesweit und gibt es eine Plattform dafür? Heinz, kannst du das beantworten? Ja, kann ich beantworten. Ich bin selbst aktiv als Arbeiter in zwei Repair-Cafés. Es gibt da die Anstiftung, Rebecca, hilf mir mal. Da gibt es noch einen zweiten Verein. Ich tut mir leid, ich bin manchmal nicht so gut sortiert mit den ganzen vielen Begriffen. Rebecca weiß das. Es gibt auf jeden Fall eine bundesweite Vernetzung von Repair-Cafés. Ich suche den Link raus und würde den einfach in den Chat posten. Das eine ist die Anstiftung, dann gibt es aber noch eins. Genau, die Anstiftung ist eine Stiftung, die eben kleinere Initiativen fördert, also die auch die finanziell unterstützt mit Projekten. Und dann gibt es einen bundesweiten Zusammenschluss von Repair-Cafés. Ich weiß jetzt aber den Namen auch gerade nicht. Ja. Eine Frage, die hier auch ganz gut sich anschließt. Wie viele Jahre lang sollten Hersteller Ersatzteile denn vorhalten müssen? Für Waschmaschinen sollten das mindestens 30 Jahre sein. Einverstanden? Sollten derartige Fristen für alle relevanten Produktgruppen festgelegt werden? Anna? Also finde ich eine total gute Frage. Und mich würde auch nochmal interessieren, was Heinz da sozusagen aus der Praxis wirklich dann dazu sagen würde. Aber wir sehen in der Tat total auf das Problem, dass Ersatzteile nicht mehr vorgehalten werden. Und ehrlicherweise hatte ich das sogar auch mal ich will jetzt auch keine Produktwerbung machen, ja, aber ich hatte das auch mal beim Fairphone. Das habe ich auch mitbekommen, dass irgendwann Fairphone selber gesagt hat, es ist ihnen halt zu teuer, Ersatzteile vorzuhalten. Und deswegen haben sie dann gewisse Teile und Segmente auch eingestellt. Also das ist schon irgendwie auch ein Problem. Und wenn ich jetzt mit Unternehmen rede, sagen die dann auch, ja, es ist alles viel zu teuer und wir können jetzt nicht Ersatzteile ewig vorhalten und das geht alles gar nicht. Was man ja auch oft sieht, ist, Ersatzteile teurer sind, als irgendwie sich ein Produkt neu zu kaufen oder insgesamt die Reparatur mit dem Ersatzteil teurer wird, als sich ein Produkt neu zu kaufen. Und wir haben im Europaparlament auf jeden Fall auch gefordert, dass die länger
vorgehalten werden sollen zu günstigen Preisen, aber haben noch nicht spezifiziert, wie viele Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass es ein riesengroßer Streitpunkt gibt, wenn die Gesetzgebung kommt, weil ich hatte es eben schon im Vorfeld gemerkt, da gibt es echt auch einfach Widerstand in der Unternehmerschaft. Die sagen halt, alles zu teuer und nicht machbar. Aber ich glaube, das wäre eigentlich halt der zentrale Punkt, um ein Recht auf Reparatur am Ende auch umzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für unterschiedliche Produktgruppen unterschiedliche Anzahl an Jahren gibt, so, um das einfach mal so in den Raum zu schmeißen. Man kann natürlich auch sagen, mit den neuen Möglichkeiten des Digitaldrucks kann man auch viele Ersatzteile möglicherweise im Nachgang nochmal nachproduzieren. Ne? Und wichtig ist vor allen Dingen auch die Reparaturanleitungen, dass die zur Verfügung stehen und dass dann auch, das weiß ich gerade bei Software, dann auch die Codes offengelegt werden, damit man damit auch weiter hantieren kann, diejenigen, die sich damit auskennen, oder? Anna? Ich glaube, Heinrich hatte sich wieder gemeldet. Ich will ihm. Okay, Heinrich, ich sehe dich nicht, weil ich den Chat hier aufhabe. Deshalb entschuldige bitte Heinz. Heinz? Wir hören dich nicht. Du bist stumm. Ja. Jetzt. Entschuldigung, falscher Knopf. Ersatzteil, wie lange sollten die vorgehalten werden? Es ist so, das ist sehr unterschiedlich. Vom runden Tisch Reparatur sind wir mit zwei Herstellern unmittelbar bilateral in direktem Austausch und hören uns an, was die für Bedenken haben. Und die sind ja auch alle irgendwo nachvollziehbar. Das heißt, wenn Ersatzteile sehr lange vorgehalten werden müssen, wenn man das gesetzlich festschreibt, dann wird das letztlich natürlich auf die Preise sich durchschlagen. Und die sagen, also ein Argument ist zum Beispiel, wenn wir einen Teil, das nie gebraucht werden, aber doch, wer weiß, wie lange auf Lager legen müssen, dann kostet das zwar was, aber es macht gar keinen Sinn. Also das ist sehr schwierig, differenziert muss das beurteilt werden, um da was Allgemeines zu drüber zu sagen. Aber ich will noch mal kurz darauf zurückkommen auf den Wertstoffhof von vorhin. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Herde repariere, Elektroherde, die werden sehr alt. Also 20 Jahre ist nichts Besonderes für einen Herd. Und dann gerade ich, selbst bei Herstellern, die sehr lange Ersatzteile liefern, wie Miele oder Bosch Siemens zum Beispiel, dann komme ich in einen Engpass. Das heißt, da geht zum Beispiel die Glastür wird zerschlagen. Das ist ein Ersatzteil, was ich auch gebraucht locker verwenden könnte, wo ich kein neues. Ein Glas ist entweder ganz oder kaputt, nur eins von beiden. Das heißt, das könnte ich super als Gebrauchteil einbauen. Und so eine Glastür, die kann mal locker 200 Euro kosten. Sehr teuer ist so ein hitzebeständiges Glas. Da würde ich so gerne auf den Wertstoffhof gehen. Die Teile gibt es dann nicht mehr. Nach 10 Jahren ist da Feier. Oder nach 20 Jahren spätestens gibt es keine Teile mehr. Der Herd ist prima in Schuss. Da fehlt nur diese Glastür. Und wie gerne würde ich auf dem Wertstoffhof, wie die Rebecca das angekündigt hat, Teile entnehmen können. Ich würde das sehr gewinnbringend für den Kunden auch einsetzen. Ich hebe solche Glasplatten auf, solche Scheiben, und verkaufe die für 30 Euro symbolischer Preis, kann man sagen. Aber leider habe ich viel zu wenige davon. Ja, und man braucht die Lagerflächen dafür. Ne? Jetzt gab es hier eine ganz schöne Idee. Ich wünsche mir eine Weiterentwicklung von Repair-Cafés hin zu Zentren von kommunalen Treffpunkten, wo große Ausstattungen auch über Industriesponsoren und Unterstützung angeschafft werden können, damit Menschen auch mit kleinem Geld an Reparaturen beteiligt werden können. Dafür bräuchte es vermutlich auch ein kommunales politisches Konzept. Der kleine Geldbeutel wird angesprochen. Das ist ja so ein bisschen auch die Befürchtung, wenn man jetzt langlebigere Geräte hat, dass die dann teurer sind und dass dann Menschen sich die nicht leisten können, auch wenn es eigentlich andersrum ist, dass die ja günstiger sein müssen. Aber damit die Hersteller ihren Schnitt machen, werden die wahrscheinlich dann teurer sein, oder? Rebecca Heinz? Ich weiß jetzt gar nicht, wie, ja,
wie pauschal man das sagen kann. Das einzige gut reparierbare, also die Unternehmen, die mit Reparierbarkeit und Langlebigkeit werben, da sind die, ich höre mich gerade ein bisschen doppelt, ich weiß nicht, ob es den anderen dann auch so. Das hört sich im Moment gut an, aber ich kann auch mein Mikro mal ausschalten. Genau, also die Hersteller, die für eine langlebige Produkte bekannt sind oder die dann auch qualitativ hochwendiger sind, genau, die Produkte sind meistens auch teurer. Es gab vor kurzem aber eine Studie der Verbraucherschutzzentrale, die das mal ausgerechnet hat, ob sich Reparaturen nicht auch langfristig einfach lohnt, für auch aus finanziellen Gründen. Und zumindest bei Smartphones ist so, je länger ich mein Gerät nutze, umso mehr spare ich halt auch ein. Also auf eine lange Sicht, wie Heinrich das ja auch vorhin gezeigt hat, also wenn ich in 20 Jahren 4 Waschmaschinen kaufen muss, dann komme ich ja auch auf meine Kosten. Genau, und da lohnt es sich zu Beginn, also das Problem ist, ich muss zu Beginn eine große Investition tätigen, aber da lohnt es sich, das bis zum Ende durchzurechnen. Aber genau diese erste Investition ist natürlich dann für manche tatsächlich auch ein Problem. Dafür muss man, glaube ich, auch noch eine Lösung finden. Es gab noch die Frage von jemandem, was die, jetzt muss man gerade gucken. Genau, in vielen Bereichen werden Bullshit-Jobs toleriert oder sogar gefördert. Wäre es nicht möglich, staatlich geförderte Arbeitsplätze im Recycling und der Rohstoffrückgewinnung im weiteren Sinne einzurichten? Gibt es dazu Ideen, Ansätze der Grünen auf Bundes- und Europaebene? Anna? Also wir arbeiten zum Beispiel, vielleicht um das kurz zu sagen, wegen der Laptop-Spendenaktion mit einem Verein zusammen, der beim Bistum eingerichtet wurde. Und das ist tatsächlich ein für Menschen, die aus der Haft entlassen sind zum Beispiel, um dort wieder in die regelmäßige Arbeit zu kommen, auch Kompetenzen zu erwerben. Die können da Ausbildung machen und die reparieren tatsächlich oder setzen die Laptops neu auf werden, glaube ich, dadurch gefördert. Anna? Ich finde das total richtig und wichtig, eben in solchen Nischenbereichen auch zu schauen, wie man eben sozialere Arbeitsplätze irgendwie noch schafft und fördert und staatlich fördert. Aber ich finde schon im Grunde genommen, es ist ja nicht ein Problem, dass in der Recyclingwirtschaft zu wenig Geld da ist, dass sie ihre Jobs gescheit bezahlen könnten oder dass sie genug Leute einstellen könnten. Also ich finde, eigentlich müsste das von selber so gut funktionieren, dass Recyclinghöfe oder es gibt ja wirklich eben sehr große auch Player in der ganzen Recyclingwirtschaft, dass die halt einfach Arbeitsplätze schaffen. Und das tun sie ja auch. Nichtsdestotrotz, in bestimmten Bereichen, im sozialen Bereich, kann man, glaube ich, wie auch Tabia das beschrieben hat, auf jeden Fall nochmal schauen, dass man da Leute nochmal mit einem besonderen Förderbedarf beschäftigt oder whatever. Aber ich sehe jetzt nicht, warum ausgerechnet in der Recyclingwirtschaft ehrlicherweise da wir einen Sonderarbeitsmarkt schaffen sollten. Was ich noch sagen wollte vorhin zu der Frage auch Kosten, also was ich immer, wenn ich in Schulen über das Recht auf Reparatur rede, zu hören bekomme, und das ist schon auch ein interessanter Aspekt, ist nochmal diese Frage, viele Menschen wollen sich doch einfach nach 2 Jahren ein neues Handy kaufen, weil irgendwie ist es dann, hat es neue Features und sieht irgendwie besser aus und ist nochmal größer oder was auch immer oder kleiner oder. Und ich glaube, man muss schon auch nochmal überlegen, in dem ganzen Bereich Marketing und Werbung auch irgendwie reinzugucken. Also wir hatten das auch im Europaparlament versucht. Das ist eine der wenigen Sachen, wo wir gescheitert sind, wo alle unsere Änderungsanträge nicht durchgekommen sind. Also das war so ein bisschen ein No-Go. Aber ich finde das schon interessant, halt auch nochmal zu überlegen, wie kann man auch Leute, die sich's leisten können, dazu bringen, dass sie sich nicht alle 2 Jahre ein neues iPhone kaufen, weil halt das neue iPhone XY Pro, whatever dann rauskommt. Sondern dass man halt damit zufrieden ist mit dem, was man hat und da vielleicht gerne Updates macht. Und das finde ich auch eine interessante Frage, die, glaube ich, noch nicht hundertprozentig ausdiskutiert ist. Es gibt noch eine Frage, wo findet man in seinem Umfeld Reparierkünstler wie Herrn Jung? Gibt es dazu eine Liste oder eine entsprechende Adresse im Internet? Ich nehme mal an, die Adresse mit den Vernetzungen der Repair-Cafés, die wird wahrscheinlich auch solche Listen haben, oder? Heinz, kannst du was dazu sagen? Also das ist ein zentrales Problem. Ich hatte ja ganz am Anfang schon in den Chat einen Vorschlag geschrieben. Ich muss nämlich die
Die Rebecca, du hast da mitgearbeitet, und die Anna loben für den Flyer, diesen Flyer, der ist ganz super gemacht, den habe ich mir, fand ich ganz spannend, durchgelesen. Und auf Seite 15, da steht der Begriff Handabdruck vergrößern, super Wortschöpfung. Und da fehlt mir aber etwas ganz Wichtiges. Denn am Schluss stellt euch vor, wir haben ein Recht auf Reparatur. Ja, super. Aber wir haben niemanden mehr, der reparieren kann. Das läuft nämlich in die Richtung, ja. Also die VerbraucherInnen, die werden immer dümmer, behaupte ich jetzt mal, also ich tue es mal ein bisschen pointieren, haben immer weniger Kompetenzen in handwerklichen Dingen. Ein Nagel in die Wand kriege ist heute nicht mehr ganz einfaches, ja. Und dummerweise kann man das auch nicht studieren. Nein, da braucht man irgendwie praktische Fähigkeiten, und das lernt man am besten in der Ausbildung. Also ich würde sehr gerne werben dafür, dass wir unsere Kinder nicht nur ins Studium schicken und sage, hier ist die heile Welt, das ist gut, du musst studieren, Kind. Nein, nein. Man kann, also ich vielleicht merkt das irgendwo, ich bin ein bisschen verrückt, okay, aber ich bin, sagen wir mal, angestochen von meinem Beruf. Der ist aphrodisierend, versteht ihr? Das ist einfach toll, mit den Händen arbeiten, und dann geht eine Maschine. Ich habe glückliche Kunden jeden Tag. Naja, es gibt nicht viele Leute, viele Berufe gibt es nicht, wo man jeden Abend sagen kann, super, was ich heute gemacht habe, das kann ich vorweisen, das ist zufriedenstellend und gut und ökologisch nachhaltig. Ja, also ich kann nur, das ist der Werbeblock. Also ich werbe dafür, dass mehr Menschen sich überlegen, hey, soll ich vielleicht so ein Handwerk lernen? Und ich brauche übrigens keine öffentliche Förderung für meine Arbeit. Meine Arbeit ernährt mich sehr gut. Ich muss niemandem Danke sagen, außer meinem Kunde, wenn er mich bezahlt hat. Wunderbar. Und alle sind glücklich und zufrieden. Also da brauchen wir keine staatlichen Zuschüsse. Die braucht man in bestimmten Fällen vielleicht schon. Und ich finde, ich arbeite ja auch beim Repair-Café mit. Das finde ich eine super Sache. Das ist auch wiederum Werbung für die Reparatur. Aber letztlich geht es auch darum, in der breiten Bevölkerung, dass wieder mehr eigene Reparaturfähigkeiten entstehen. Ich weiß, es ist nicht viel einfacher geworden, weil das schreibt auch einer. Ich habe mich daran erinnert, neulich, als ich mit jemandem mitgefahren bin und die Anzeige war, der Ölstand ist nicht ausreichend. Da haben wir dann gesucht, wo ist denn der Messstab? Und es gab gar keinen Messstab mehr, um das Öl zu messen. Aber die digitale Anzeige funktionierte auch nicht. Ja? Und da wird es dann schwierig. Ich kenne noch die Zeiten, wo wir den Ölwechsel selber gemacht haben mit der Anleitung. Ja? Das ging ja, heute darfst du das ja gar nicht mehr machen. Also da gab es auch eine Frage dazu. Ne? Früher gab es auf Schrottplätzen noch die Möglichkeit, Ersatzteile aus den Schrottautos auszubauen. Mit zunehmender Elektronik wird das immer schwieriger, Teile wieder zu verwerten, weil sie nicht kompatibel sind. Und ähnlich ist das zum Beispiel bei Druckerpatronen mit Platinen, dass diese nicht wieder gefüllt werden können, weil das System sie dann nicht mehr erkennt. Auch hier müsste man ansetzen. Stimmt auch. Neulich habe ich auch Druckerpatronen gehabt von einem nachhaltigen Hersteller, und dann hat der Drucker nicht mehr funktioniert. Also das ist tatsächlich auch ein Problem, gerade von den Unternehmen, von den Markenherstellern, die auch nicht wollen, dass es andere Produkte gibt, die als Ersatzteile dann genommen werden können und günstiger sind. Ne? Wir kommen so langsam zum Ende unseres Webinars. Es gab noch eine Frage zu Amazon. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt gelandet ist, was sie dieses Problem des Wegschmeißens von Neuware angeht, ne? Die Vernichtung von Rücksendungen bei Versandhändlern. Laut Recherche von Greenpeace setzt Amazon die umstrittene Praxis in Deutschland fort, obwohl es ja ein neues Gesetz dafür geben soll. Oder gibt es das schon? Vielleicht Rebecca Heinz noch dazu als letzte Frage, und dann gehen wir in die letzte Runde, was wir denn politisch eigentlich planen und machen müssen.
Ich finde die Frage wirklich sehr schwierig zu beantworten. Also genau, es war ja im Kreislaufwirtschafts-, in der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist diese, ich glaube, Obhutspflicht eingearbeitet worden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die aktuell schon greift, weil das letzte, wobei doch, ich glaube, 2021 müsste sie in Kraft getreten sein. Ich glaube, das zeigt einfach die Herausforderung, solche ja, Regulierungsmaßnahmen dann auch zu überprüfen auf ihre Einhaltung und dass es da auf jeden Fall noch Kapazitäten bei den entsprechenden Behördenstellen geben muss, wie mit solchen neuen Regulierungsansätzen dann auch umgegangen wird und wie das auch auf die Effektivität hin überprüft werden kann. Ja, vielen Dank. Weil wir jetzt ziemlich am Ende sind, würde ich gerne Anna nochmal das Wort geben, was auf EU-Ebene geplant ist, beziehungsweise was auch die grüne Fraktion dort alles fordert und umsetzen will, damit wir auf EU-Ebene klare Rahmengesetzgebungen haben, die wir dann auf Bundesebene auch umsetzen dürfen. Wir erleben zurzeit im Bundestag die Umsetzung von einigen Richtlinien und wir stellen immer wieder fest, dass die Bundesregierung den Umsetzungsspielraum eben nicht nutzt, gerade was zum Beispiel Gewährleistungsfristen angeht, ne? Also die Warenkaufrichtlinie ist beispielsweise jetzt gerade in der Umsetzung digitale Dienste, die, wie heißt die, diese vielen Richtliniennamen, ne, Update-Pflicht zum Beispiel, aber trifft dann für bestimmte Produkte nicht zu. Also da gibt es einen großen Strauß an Richtlinien, die auch gerade in der Umsetzung sind, aber von der Bundesregierung eben nicht so umgesetzt werden, wie es möglich wäre, gerade wenn man nach Frankreich oder in die Niederlande guckt. Ne? Anna, was plant ihr jetzt in den nächsten Jahren im EP? Ich finde, einen ganz zentralen Punkt hast du gerade angesprochen, dass es halt auch sehr viel dann an der Bundesregierung hängt. Und insofern sagen wir halt im Europaparlament immer, wie wichtig es auch ist, dass im September eine neue Bundesregierung herkommt, weil erstens geht es darum, wie verhält sich die Bundesregierung im Rat, weil ganz viele der Gesetzgebungsvorhaben, die kommen ja jetzt dann auch dementsprechend ins Parlament und auch in den Rat. Wir sehen halt ganz oft, dass der Rat blockiert, also da, wo eben alle Mitgliedstaaten sich treffen und über die Gesetze entscheiden. Und natürlich auch, was die Umsetzung angeht, Tabea. Also insofern drücken wir in Brüssel auf jeden Fall auch sehr, sehr stark die Daumen für September und hoffen, dass sich da auch dann im Bereich Kreislaufwirtschaft nochmal sehr, sehr viel mehr tun könnte mit einer grün beteiligten Bundesregierung. Was auf europäischer Ebene passiert im Bereich Kreislaufwirtschaft und Recht auf Reparatur ist wirklich ziemlich spannend. Ich finde, grundsätzlich wird hier das ganze Thema Kreislaufwirtschaft einfach ein bisschen breiter diskutiert als in Deutschland. Ich finde, in Deutschland ist es wirklich sehr stark so ein Abfallthema und in Europa hat glücklicherweise die Kommission auch einen starken Fokus darauf gelegt, eben wie Produkte designt sind, also das, was Rebecca auch ganz oft angesprochen hat, um dann eben leichter zu reparieren sind und wie kann man eben auch die Rechte von Konsumentinnen und Konsumenten stärken mit dem Recht auf Reparatur. Die Europäische Kommission hat eben 35 Gesetzgebungsvorhaben angekündigt im Bereich Kreislaufwirtschaft, also jetzt nicht nur Recht auf Reparatur, aber im gesamten Bereich Kreislaufwirtschaft. Eines davon haben wir schon auf dem Tisch liegen, das ist die Batterienverordnung. Das ist schon echt auch interessant, weil da sehen wir zum ersten Mal, wie die Kommission das so aufziehen wird und auch die Frage ja, wie Batterien quasi stärker in Richtung Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sein können, recyclingfähiger sein können, länger haltbar sein können, ist total wichtig für die ganze Energiewende, für die Verkehrswende und auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das heißt, das, was die Kommission im Bereich Batterien vorgelegt hat, finde ich schon sehr vielversprechend, wenn das so ein bisschen die Blaupause sein soll für die nächsten kommenden Gesetzgebungsvorschläge. Also das heißt, es gibt sektorale Geschichten, die Bauprodukteverordnung kommt noch, auch total wichtig, ja, wie können Bauprodukte stärker in Kreislaufwirtschaft ausgerichtet werden und viele andere Dinge. Und das Recht auf Reparatur ist halt eben auch eines der großen Punkte, die kommen soll, die Kommission angekündigt hat. Und wir hatten eben als Europaparlament ja schon sehr, sehr genau politische Vorgaben gemacht, was wir von der Kommission erwarten, ohne dass wir eben einen konkreten Einfluss haben, eben nur so einen indirekten politischen Einfluss. Aber eben
ja, 2, 3 Stichpunkte noch und dann schließe ich das ab. Also eben entgeltfreier Zugang zur Reparatur und Instandhalteinformationen inklusive Ersatzteil- und Software-Updates, Zugang zu Ersatzteilen ohne unfaire Beschränkung für alle Akteure des Reparatursektors, auch inklusive unabhängige Werkstätten und Verbraucher, das ist jetzt wichtig für Heinrich sozusagen, Mindestzeiträume, die in Ersatzteilen und Updates verfügbar sein sollen, Gewährleistung soll angegangen werden, die Händler sollen über die Reparierbarkeit informieren und dann eben auch dieses Labeling und die Informationen für Verbraucher. Also ich würde sagen, eigentlich alles, was wir heute Abend diskutiert haben, haben wir auch als Europaparlament beschlossen und jetzt gilt es einfach, Druck auf die Kommission zu machen und so schauen, dass sie das vorlegen oder dass wir das dann im Gesetzgebungsprozess verbessern. Also ich bin sehr dankbar über diesen Beschluss im EP und hoffe, dass wir das dann tatsächlich auch umsetzen können. Wir haben in unserem Wahlprogramm, das wir ja noch nicht verabschiedet haben, aber übernächstes Wochenende steht es ja auf dem Parteitag zum Beschluss. Und da steht das Recht auf Reparatur als ein ganz zentrales Projekt auch drin. Wir haben viele Forderungen dazu zusammengetragen. Da sind natürlich auch die Fragen vom Design, aber auch über die Frage eben Gewährleistung gegenüber auch den Herstellern, nicht nur gegenüber den Verkäufern, ja, weil natürlich viele Verkäufer sagen, sie können ein Update zum Beispiel gar nicht liefern, das muss der Hersteller machen, also gerade im Softwarebereich. Und der Softwarebereich muss mit einbezogen werden in das Recht auf Reparatur, weil ja inzwischen fast alle Geräte mit Software laufen, ne? Das weißt du auch inzwischen, Heinz, ne? Musstest du dich auch mit auseinandersetzen. Ja, und generell gilt natürlich erstmal die Langlebigkeit der Geräte und der Produkte insgesamt zu fördern und die Reparatur dann wirklich erst danach und erst danach, wenn nichts mehr geht, das Recycling und das, die Kreislaufwirtschaft. Wir hatten auch noch die Forderung aufgestellt, dass es einen reduzierten Mehrwertsteuersatz zum Beispiel geben soll für auf Reparaturleistungen, weil das wäre ja auch sinnvoll, um die Anreize da eben zu erhöhen. Und es gibt viel Regelungsbedarf und viel Regelungsmöglichkeiten. Natürlich wird das in manchen Bereichen auch harte Kämpfe geben. Das glaube ich auch. Also Anna hat es eben angesprochen. Die Diskussionen laufen bei uns ja auf Bundesebene auch schon mit den Verbänden, die natürlich nicht wollen, dass die Gewährleistungsfristen verlängert werden, die Beweislastumkehr und so weiter. Aber wir sind da dran und ich glaube, wenn wir eine starke grüne Fraktion im Bund haben und dann möglicherweise sogar auch eine Kanzlerin von den Grünen, dann haben wir da anderen Gestaltungsspielraum, auch die Umsetzung, sowohl einmal die Verhandlung auf EU-Ebene, weil das für den Rat ja wichtig ist, gerade in den Triloggesprächen, aber dann eben auch in der Umsetzung der Richtlinien auf Bundesebene. Und dafür werben wir natürlich ganz massiv. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich fand es sehr, sehr spannend und wir haben auch noch mal ganz viele Anregungen mit auf den Weg bekommen. Leider konnten wir nicht alle Fragen hier ansprechen und beantworten. Vielleicht können wir im Nachgang noch das eine oder andere tun. Ich weiß aber, dass im Chat auch schon da, wo die Antworten schnell gegeben werden konnten, das getan wurde. Vielen Dank an die Unterstützerinnen und Unterstützer im Hintergrund, nämlich Aldo und Sibylle, die da tätig waren. Und ganz herzlichen Dank an Rebecca Heinz, an Heinrich Jung für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt und natürlich Anna. Ich freue mich immer, wenn wir was zusammen machen und vielleicht schaffen wir das ja auch in den nächsten Monaten nochmal was Ähnliches auf die Beine zu stellen und vielleicht können wir dann an dem Punkt ansetzen und weitermachen und die Fragen, die noch nicht beantwortet wurden, auch noch weiter diskutieren. Ich danke jedenfalls ganz herzlich und wünsche noch einen schönen Abend. Es ist ja ein bisschen sommerlich geworden, also es ist jedenfalls ein lauer Abend endlich und man kann rausgehen und in einigen Orten kann man sogar auch draußen schon in der Gastronomie ein Bier genießen oder etwas essen. Also von daher einen schönen Abend und auch hoffentlich bald. Danke, tschüss. Tschüss, auch von mir schönen Abend, ciao.